und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute befinden wir uns wieder im Museum. Im Museum in meiner Stadt, wohlgemerkt. Und als erstes machen wir mal Time Set 0. Ne, nicht O, 0. Denn, da geht's auf. Ich werde gerade mal die Sounds ein bisschen leiser machen. Denn ich denke, das ist schon ziemlich laut. Die Frage ist aber, hört man die Tastatur? Keine Ahnung. Hat man das gehört? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Museum bis jetzt ja gratis. Also man kann da einfach reinlaufen. Das wollen wir aber ändern, indem wir hier eine kleine Kasse hinbauen. Also einen Kassenautomat. Und den machen wir ganz klein hier in die Ecke. Zack, einfach so. Und jetzt brauchen wir Trichter, wir brauchen Dropper, wir brauchen Redstone, wir brauchen das hier, wir brauchen das hier. Und wir brauchen einen Block zu bauen. Zack. So, also die Tickets bekommt man hier. Das hier wird hier gepowert. Und einwerfen muss man. Wir machen erstmal das hier. Wie war das? Das war ja jetzt anders, ne? War das nur Data? Wahrscheinlich, ne? Data. So wahrscheinlich, ne? Block und dann zack. Okay, keine Ahnung, das muss ich nachgucken. So, das geht nicht. Dann, wie gesagt, lasse ich das mal. Dann machen wir erstmal den Einwurf. Zack. Bitte. Emerald. 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 Einwerfen. So, und dann machen wir den hier hin. Das ist ja nett, dass wir hier unten gleich Platz haben. Dann machen wir mal ein bisschen Licht. Zack, 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 zack. So, jetzt sehen wir auch was. Und dann brauchen wir den hier. Zack. Wenn man jetzt keinen Emerald einlegt, dann Dankeschön. Dann behalten wir das einfach, würde ich sagen. Wir sind ja ein nettes Museum. Wir behalten, was die Leute einwerfen. Aber wenn die da was Falsches einwerfen, dann sind die auch selber schuld. Zack. So. Dann Item-Überprüfungssystem-Dings. Denke, kennt man. Weiß man, einfach zu bauen. So. Wenn ich mit der neuen Tastatur klarkommen würde, dann würde das auch ein bisschen schneller gehen. Aber die habe ich erst seit gestern und dementsprechend noch ein bisschen
komisch mit der neuen Tastatur. Aber es geht schon. So, dann. Das kommt hier weg. So. Gibt es hier eigentlich einen Raum, den ich mal gemacht habe für die Mitarbeiter? Nee, ne? Dann gibt's das nicht. Nee, gibt's keinen. Dann wird die Sachen einfach hier unten gelagert. Da habe ich auch mehr Platz für ein Lagersystem. So. Deswegen würde ich sagen, wir leiten das Ganze einfach mal hier hin. Zack. Und in ein paar Kisten. Einfach so. Zack. Vielleicht zwei Kisten, eine Doppelkiste machen. Das würde vielleicht besser gehen. Und dann gibt's hier unten nochmal eine Kiste. Und hier gleich auch nochmal. Und hier die letzte. Und dann verbinden wir das ganz schnell. Zack, 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 zack. Und jetzt denke ich, haben wir da lange noch Platz. Das heißt, wir nehmen jetzt Emerald. Die sind hier. Und dann richten wir das Ganze ganz kurz ein. Zack. Und jetzt müssen wir das noch verbinden. Das sollte aber auch nicht so schwer sein. Wir müssen einfach... Oh, es ist schwer, weil die keinen Platz haben. Ich habe eine Idee, wie wir das lösen. Wir machen einfach hier die Treppe und wir machen das hier so und dann fällt das, denke ich, auch nicht auf. Zack. So. Und jetzt gehen wir nochmal hier hin. Und jetzt kann ich das hier auch so machen. Da brauche ich nochmal eine Fackel. Zack. Und dann bauen wir... Ich würde das auf diese Seite wegnehmen. Dann habe ich noch Platz. So. Zack. Geht das? Müsste gehen, ne? Nee, das geht nicht, ne? Nee, geht nicht, leider. Das heißt, wir müssen das so machen. Jetzt ist die aus. Und die geht an, wenn ein Item reingeworfen wird. Das ist richtig so. Einfach so. Und jetzt müsste das Ganze funktionieren. Dann schließen wir das Ganze hier ab. Zack. Und dann nehme ich noch ganz kurz eine Treppe von hier. Und dann haben wir es innerhalb von 10 Minuten geschafft, eine Kasse zu bauen. Yay. So. Kasse. Zack. Und dann machen wir hier Emerald einwerfen. Und dann gibt es noch einen kleinen Pfeil. So. Und dann probieren wir das ganze System mal aus. So. Ich nehme mal einen Emerald. Zack. Und wir haben ein Klicken gehört. Das heißt, das Ganze funktioniert.
Und jetzt müssen wir noch. Ich würde sagen, dass wir das hier zumachen. Dass man hier rumlaufen soll. Dann können wir da gleich einen Weg vorgeben. Was wahrscheinlich auch besser ist. Denn dann laufen die Leute nicht ineinander und hier ist schon eng. So, jetzt habe ich den Amboss weggemacht. Na, herzlichen Glückwunsch hier so. Zack, und dann machen wir einmal Eintrittskarte Museum. Wir müssen das sicherer machen. Eintrittskarte. So. Jetzt kann das niemand. Wie heißt das? Ja. Jetzt habe ich das System kaputt gemacht. Hoffentlich nicht. Nee, habe ich nicht. Super. Und jetzt, wie gesagt, müssen wir einfach noch den hier einfüllen. Und hier oben können wir noch eine Kiste machen. Vielleicht. Zack. Okay, den können wir nicht wegnehmen. Gut zu wissen. Das geht nicht. Der muss bleiben. Ich möchte den aber wegnehmen. Alter, mal einfach so. Zack, eine Reihe. Und auffüllen. Und auffüllen. Und da muss ich die nochmal neu auffüllen. So. Zack. Das hier könnt ihr wieder zumachen. Hier können wir ja doch eine Kiste drauf machen. Und die füllen wir dann mit den Dingern. So. Einmal ganz einfach durch. Zack. Und dann war es das von diesem Video. Machen wir noch einen Rahmen drumherum. Kassenhäuschen. Und dann mache ich die zwei Fackeln hier. Und da muss ich das Schild nochmal schreiben. Das mache ich aber offcam kurz. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.